Hallo liebe Aufrufer, heute ist Donnerstag, der 10. Januar des Jahres 2013. Der Anfang des Jahres ist doch ziemlich heftig. Auch für mich persönlich ist es jetzt mehr, als ich aus meiner normalen Alterskultur heraus gerne täte, im Sinne auch von sozialer Pflichten, der Aufmerksamkeiten gegenüber anderen und so weiter, ist für mich hier ein Schwall von Aktivitäten zwangsläufig gekommen, dass ich das hinten und vorne nicht schaffe. Mit der Koordinierung natürlich hat jeder Tag seine eigene Organisation. Er ist nach 24 Stunden zu Ende, dann kann man nicht mehr machen. Aber bei mir führt es dazu, dass ich dann nochmal Kaffee koche und noch etwas länger. Und wenn ich dann morgens um 4 aufhöre zu arbeiten, dann heißt das mittags, komme ich umso später raus. Das ist natürlich keine Lösung des Problems. Die Endzeitverkürzung hier mit Kai Diekmann, meiner Bild-Zeitungsreklame, der Chefredakteur und Herausgeber der Bild-Zeitung, der nicht hier in Berlin ist und der scheint sich den Aufgaben hier in Deutschland irgendwie nicht zu stellen. Wenn ich höre, dass wir 100 der allerkostspieligsten und Hightech-Panzer nach Saudi-Arabien verkaufen, die dann definitiv 1:1 Saudi-Arabien in Syrien tätig werden, die in Bahrain gegen Schiiten tätig werden. Das heißt, diese Waffen werden wirklich zum Kampfeinsatz benutzt. Und ich erfahre dann heute, dass hier in der Bildzeitung natürlich nicht steht, dass in Saudi-Arabien eine Frau geköpft worden ist, Todesstrafe. Da möchte ich sagen, jetzt verstehe ich auch, wozu diese Kampfpanzer sind. Man kann natürlich statt der Guillotine den Kopf abhauen, kann man auch abschießen, dann ist die Todesstrafe zukünftig in Saudi-Arabien das Nützliche mit dem Guten verbunden, während die Panzerschützen Schießen üben, die Todesopfer eben mal die Birne weggeknallt kriegen. Ich glaube, es tickt nicht richtig. Was ist eigentlich los? Es kann mir doch keiner erzählen, dass die deutsche Prosperität davon abhängig ist, dass wir die gefährlichsten Waffen in die schlimmsten Rechtsunsicherheitsgebiete schicken. Das darf nicht sein, das ist auch gesetzwidrig und da möchte ich sagen, Frau Merkel, schönen Wahlkampf in Niedersachsen mit Panzerexport und Todesstrafen in Saudi-Arabien. Hier meine Lichtgeschwindigkeit, die muss jetzt nochmal umgewidmet werden. Das ist nämlich völlig falsch hier. Wenn ich mich nicht um alles kümmere, dann ist es wirklich so, dass meine Mitarbeiter manchmal zusammensitzen, finden es total gemütlich hier, ja, es ist wunderbar, während ich mir meine Maske selber mache, damit das Gesicht nicht so glänzt und der Ton gut ist, ist hier Lichtgeschwindigkeit 2656, zu Ende hiermit, bam, 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 bam.